Ein Ohrhase. Es war einmal ein Hase. Er hatte zwei Arme, zwei Beine, zwei Glubschaugen und nur ein Ohr. Andere Hasen hatten alle zwei Ohren und manche sogar drei. Er dagegen hatte nur ein einziges Ohr. Dafür war sein Ohr sehr spitz und konnte sehr gut lauschen, auch in der weiten Ferne. Eines Abends lag der Hase in seinem Hasenbett und hörte ein Fuchs aus dem Wald kommen. Er weckte die anderen Hasen auf, seine Freunde. »Ich höre ein Fuchs kommen«, sagte der Einohrhase. »Wie hörst du das denn?«, fragten die anderen. »Na, mit meinem Ohr«, sagte der Hase. »Und wo ist jetzt der Fuchs?«, fragten die Freunde. »Beim Hintereingang«, flüsterte der Einohrhase. Die Hasen gingen leise zur Hintertür und stellten dem Fuchs eine Falle. Nachdem sie ihn gefangen haben, sagten sie ihm, dass er nie, nie wieder zu ihnen nach Hause kommen sollte. Und dann ließen sie ihn los. Der Einohrhase wurde als Held gefeiert und bekam ein AirPod für sein Ohr.